Ja, hallo, ihr seid wieder bei Busse Yacht Shop. Heute gibt es was zu BNC-Steckern aus der Antennenecke. BNC-Stecker sind koaxiale Stecker, um Antennenleitungen zu verbinden. Das typische sind 50 Ohm Antennenleitungen im Seefunk und an Bord für eine optimale Leistungsübertragung. Fatal ist es aber auch, dass es diese BNC-Stecker tatsächlich auch für 75 Ohm oder 93 Ohm gibt. Die sind natürlich für Funkanlagen nicht geeignet, für Sender und Empfänger. Bei Funkanlagen, die auf 50 Ohm ausgelegt sind, bitte nicht verwenden, bitte nur 50 Ohm Stecker verwenden. Die Frequenzen, typische BNC-Stecker, gehen bis zu einem Gigahertz oder 1000 Megahertz. Das ist sowas Übliches. Sehr gute Stecker können sogar bis zu 4 Gigahertz gehen. Das ist aber meist nicht notwendig von Seefunk oder ähnlichen Sachen, Empfänger. So, wir sehen hier einmal die beiden Nasen von der Buchse und hier haben wir den Stecker BNC mit einem Bajonettüberwurf und einer seitlichen Schlitzung. Wir gehen da also rein mit der Nase und verdrehen das eine Viertelumdrehung und dann hakt sich das hier ein und ist fest verbunden, lässt sich nicht mehr öffnen und lässt sich sehr schnell wieder entriegeln und verriegeln. Das sind die BNC-Stecker. Dann haben wir hier einen Adapter, das ist BNC-Buchse, gleiche Form. Und auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel SMA-Buchse. Hier haben wir einen Adapter BNC-Buchse auch wieder. Und da haben wir einen N-Stecker oder ein anderer Adapter. Dann auf PL-Buchse, da wieder der BNC-Stecker in diesem Fall. Und so gibt es verschiedene Adapter, um halt auch die verschiedenen Steckernormen zu verbinden. So, das soweit zu BNC.